Im Prinzip ist es so, dass SAP einen Auditprozess hat, den Sie alle auch kennen. Ja, der unterscheidet sich nicht. Er entspricht ja verschiedenen Richtlinien, die man von DIR kennt, oder der ist natürlich Professional Standard Compliant von IAS. Beginnen mit Demand Management, Delivery, Reporting und Follow-up. Und was ich ja vorher schon angedeutet habe, war, das System, was bisher im Einsatz war, war kein End-to-End den Prozess unterstützt hat, sondern es war im Prinzip ein Tool, mit dem man revisionssicher mit einem sehr großen Aufwand das Report ablegen konnte. Man hat aber keine Einheitlichkeit gehabt, die Granularität war sehr stark unterschiedlich und man hat auch keine Tool-Unterstützung gehabt, um sagen wir mal, gehaltvolle Analysen aus dem Tool heraus zu machen. Deshalb hat man sich entschieden, ein neues Tool einzuführen. Wir sehen hier eine Liste von Anforderungen, die SAP an das System gestellt wird. Ganz weit vorne war State-of-the-Art User Interface. Weil das alte System hatte, ich sage jetzt mal, eine Oberfläche aus den 90er Jahren. Ja, die Auditoren haben es nicht gerne benutzt. Ja, es war umständlich, nicht sehr intuitiv. Also das musste auf jeden Fall erstens mal End-to-End sein und sozusagen webbasiert und State-of-the-Art. Ein nächster wichtiger Punkt war Mobile-Enabled. Ich meine, die Auditoren, die sind ja draußen, führen ihre Interviews, sind in Landesgesellschaften. Ja. Da war es also ganz wichtig, dass man vor Ort mobile Devices nutzen kann, um nicht nur Reports zu schreiben, sondern auch Analysen zu machen. War ganz weit vorne. Dann Embedded Reporting. Also ich meine, es geht hier einfach darum, wie integriert kann ich die Reports erstellen, welche Dinge kann ich automatisiert reinbringen, Erkenntnisse, die ich habe, wie kann ich die so automatisiert wie möglich in meinen Endreport reinbringen? Da werden wir nachher auch noch einiges drüber hören. Dann klar, Integrationen, das habe ich schon angesprochen, in das Risk Management von der SAP, Fraud Management und natürlich ERP. Dann kommen diese neuen Möglichkeiten, die man halt mittlerweile hat. Suche in unstrukturierten Daten. Der Punkt ist ja, oftmals haben Sie irgendwie ein Gefühl, ja? Sie haben irgendwelche Stichworte. Da wollen Sie einfach mal kurz durchgucken auf der Datenbank. Ja, sind in irgendwelchen Verwendungszweckzeilen oder sind da irgendwelche Begriffe drin, die ich wiederfinden kann? Oder ich habe an irgendwas gearbeitet, kann mich noch an irgendwo grob erinnern, finde es aber nicht mehr. Und da wollte man eigentlich eine Google-like-Search haben, was man hier nutzen kann. Und HANA kann das liefern. Und dann ging es jetzt nicht nur um solche Dinge, sondern generell um die Auswertemöglichkeiten von HANA. Ich meine, Sie haben heute Morgen den Jens Krüger gehört oder gesehen, wie er sozusagen in den Businessdaten der SAP, wo Millionen von Belegen auf einzelgranularer Ebene vorliegen, sozusagen navigieren und explorieren konnte. Ja? Bis hin natürlich auch zu grafischen Auswertemöglichkeiten. Und da war natürlich ganz klar, warum soll sich eine Auditabteilung, die gehaltvolle Insights finden soll, mit schwächeren Tools zufrieden geben, wie das, was im Controlling oder der Finanzbuchhaltung da ist. Ja? Und klar, als Auditoren hat natürlich unsere Auditabteilung ja gesehen, was mit HANA für neue Möglichkeiten entstehen. Und deshalb war für sie ein absolutes Muss, dass es eine HANA-basierte Lösung sein soll. Und es sollte natürlich auch schnell einführbar sein mit Templates. Und generell nicht nur einführbar sein mit Templates, sondern dass auch sehr viele Templates für die tägliche Arbeit zur Verfügung stehen. Fragelisten, Work-Programms. Ja, ich meine, wenn ich, weiß ich was, Rechnungseingangsbelege prüfe, ja, dann habe ich irgendwann mal ein Work-Programm entwickelt. Das kann ich ja auf jede Landesgesellschaft oder Legal Unit anwenden, die Rechnungseingang hat. Ja, warum soll ich das jedes Mal neu erfinden? Deshalb sollen da sehr viele Templates zur Verfügung sein. Ich habe es ja bereits gesagt, wir wollten ein Tool machen, was ohne große Schulungsmaßnahmen intuitiv benutzbar ist und auch den neuesten Erkenntnissen gerecht wird. SAP hat ja hier stark über Fiori-basierte Applikationen investiert. Und es fängt damit an, dass jeder Benutzer entsprechend seiner Rolle einen sogenannten Homescreen hat. Auf dem Homescreen werden alle wichtigen Informationen zum Benutzer gepusht. Also er muss nicht erstmal lange Menüwege sich entlanghangeln, um bestimmte Informationen zu bekommen, sondern alle die Informationen, an denen er interessiert ist oder sie interessiert ist, werden darin gepusht und auch die wichtigsten Aktionen, die er ausführt, sollen im Prinzip mit einem Mausklick erreichbar sein. Da sind sogenannte Kacheln drauf. Jeder Benutzer kann entsprechend seiner Rolle und individuell die Kacheln festlegen, die für ihn interessant sind. Er kann sie verändern und er kann auch eigene Kacheln hinzufügen. Und wenn ich jetzt schon von Benutzern rede, wir haben hier verschiedene Rollen.
Wir haben natürlich als obersten Repräsentanten den Chief Audit Executive, dann haben wir den Audit Manager, dann haben wir den Team Lead, den Auditor und auch natürlich die Auditees. Das sind alles Rollen, die SAP vordenkt. Wir haben das jetzt hier mal als Rat dargestellt, weil wir das als Regelkreis, als geschlossenen Kreis ansehen. Und jedes Segment in diesem Rahmen entspricht einem Standard von dem IAS. Es fängt an mit Manage. Hier geht es ja erstmal darum, dass man ein risikobasiertes Audit-Universe, also Prüfuniversum darstellt, wo alle Prüfobjekte drin sind, priorisiert werden kann und dann später im Plan, dass da Pläne daraus entstehen können. Dann werden die Prüfungen, wir nennen es dann Engagement, ausgeführt mit den ganzen Tätigkeiten, die damit einhergehen. Und wenn das dann soweit fertig ist, gibt es dann die Feststellungen, die Action-Items. Das wird dann kommuniziert. Da gibt es natürlich dann auch mehrstufige Approval-Prozesse. Und am Ende soll natürlich dann auch der Überblick behalten werden, wo stehen wir denn in der Abarbeitung des Auditplans